Ja, herzlich willkommen und danke, dass Sie an unserer Breakout-Session teilnehmen. Mein Name ist Bianca Stadtrop. Ich verantworte bei der Scope Visio die Geschicke des Bereiches Service und Support. Heute habe ich jemanden mitgebracht. Ist das jetzt mein Stichwort? Das hast du super gemacht. Mein Name ist Marc Litz, wie eben im Pitch erwähnt, Filmemacher seit 12 Jahren, quer durch die Welt unterwegs, 2 veröffentlichte Kinodokumentationen. Und ein dritter folgt im Sommer, dazu bei Interesse mehr am Stand. Nee, Quatsch. Und vor rund einem Jahr, also ich weiß nicht, ob es genau vor einem, ich weiß nicht, ob es am 17. Tag, aber wir diskutieren drum, haben wir uns kennengelernt, wie das so ist mit guten Dingen, habe ich auch eben schon gesagt, man bleibt dran kleben. Und in dieser Session soll es um Videotutorial, Videoerstellung und wie nutze ich Videos in meinem Unternehmen. Darüber eben handeln. Mein Part wird sein, ich werde Ihnen die Entwicklung unserer Abteilung um und mit dem Thema Video einmal kurz nahebringen. Wir standen vor einem Jahr an der Position, dass wir was ändern mussten, weil digitale Transformation findet auch in Köpfen statt. Software hin oder her, es hilft nichts, wenn die Menschen den Weg nicht gehen wollen und wenn man seine Prozesse nicht in Frage stellt. So mussten auch wir die in Frage stellen, wie wir mit unseren Kunden umgehen, was wir mit unseren Kunden tun, ob wir sie nicht besser unterstützen können. Hinzu kommt, dass auch die Mitarbeiter gesagt haben, sie möchten anders arbeiten. Sie wollen auch wesentlich mehr ihre Fachkompetenzen einbringen und nach langem Hin und Her. Und vielen Diskussionen hat das Team entschieden, sie wollen sich dem Thema Video widmen. Das Ganze haben wir auch in einem kleinen Film zusammen. Ich kenne auch Positionen. Und würden Ihnen das ganz gerne zeigen, wie war unser Weg bis hierher, damit Sie sehen, was war die Intention, das zu tun, was wir heute tun. Vor einem Jahr war das Arbeiten wirklich anstrengend. Die Kollegen hatten immer wieder das Gefühl, ich erkläre vielen, vielen Menschen immer wieder dasselbe. Ich gehe zur Tür raus, komme beim nächsten Mal wieder rein und fange wieder vorne an. Hier ist so viel zu tun. Ein wahnsinniger Druck, der von den Kunden ausgeht. Dann noch ein Druck, dass erwartet wird, dass die Abteilung eben auch schwarze Zahlen schreibt, dass sich das auch rechnet, was hier passiert. All diese Dinge, die haben, die haben nicht zusammengepasst mit dieser Aufbruchstimmung, die hier war. Warum ist hier trotzdem, warum wird hier so viel gelacht? Warum ist hier so eine, und das habe ich dann so nach und nach erst begriffen. Das hängt damit zusammen, dass die Mitarbeiter, ich glaube, das hat sehr viel mit diesem Videoprojekt zu tun, begriffen haben oder einfach gemerkt haben, gespürt haben, es verändert sich was. So wie wir untereinander agieren, aber auch wie wir mit unseren Kunden arbeiten. Und das finde ich das Frappierende an dem Projekt, dass das eben weit über das Ergebnis, wir haben jetzt Videos und stellen die zur Verfügung, es geht weit darüber hinaus, weil es die Arbeit miteinander verändert hat, aber auch die Arbeit mit den Kunden verändert hat. Als das erste Mal so dieses Thema aufkam, wie lernt man eigentlich heute, haben wir uns natürlich auch auf Leitungsebene mit dem Thema auseinandergesetzt und haben vieles zur Diskussion gestellt, was man sich vorstellen kann. Da war unter anderem dieses Scribblen und mit Bildern lernen, also mit einfachen grafischen Elementen, die man selber entworfen hat, lernen. Das war auch ein Versuch, den wir gemacht haben. Wir haben unsere Konzepte sehr grafisch umgesetzt mit einfacher Visualisierung und irgendjemand sagte, also das war so, wenn ich mir etwas anlernen will, dann gucke ich mir ein Video an. Wir haben dann auf dem Cloud-Unternehmertag 2017 Marc Litz kennengelernt, der als Filmemacher unterwegs ist, haben uns auch über Bewegtbild unterhalten, haben uns kennengelernt und haben gemerkt, das passt von der Chemie. Das ist sehr wichtig, wenn man im Team arbeitet. Viele, viele Dinge kann man lernen, aber Chemie muss passen. Abend hatten wir einen Ausklang des Cloud-Unternehmertags und da hatten wir vereinbart, komm doch mal morgen, Freitagmorgens zu uns ins Büro und wir möchten dich mal dem gesamten Team vorstellen, weil es war nicht jeder dabei. Und dann reden wir mal über unser Bewegtbildprojekt. Am nächsten Morgen standen wir dann vor unserer beschreibbaren Wand und die Frage stand im Raum,
was wollen wir und was wollen wir nicht. Und da haben wir die Agilität unseres Teams ausspielen können und glauben, haben den Markt da auch sehr beeindruckt, weil innerhalb von Minuten war die Wand voll. Was wollen wir nicht? Wir wollen keine Strichmenschen, wir wollen keinen Telekolleg, wir wollen dies nicht, wir wollen das nicht, wir wollen authentisch sein, wir wollen die Leute mitnehmen. Und das war eigentlich der Startschuss für das Videoprojekt. Mein Name ist Christoph Hubmann. Ich bin Geschäftsführer der Regionalagentur Westerwald Touristik Service. Und wir sind hier im wunderschönen Montabaur im Herzen des Westerwaldes. Und in unserem Haus arbeiten 8 Damen und ein junger Mann gemeinsam daran, den Westerwald nach vorne zu bringen und bekannt zu machen. Die finde ich gut, weil man eben dann lernen kann, wann man Zeit hat. Und nicht dann lernen muss, wann jetzt gerade dieser Berater da ist. Und es hat ja auch einen Kostengesichtspunkt. Wenn Sie nicht auf die Kosten achten müssen und sich jemanden hier ins Haus holen können, der Sie ständig ununterbrochen schult, das wäre, glaube ich, noch besser, aber es ist halt heute nicht mehr zu finanzieren. Und da ist das die Möglichkeit, die in meinen Augen sehr, sehr gut ist. Und man lernt eben dann, wenn man Zeit hat zu lernen. Wie ich zum Beispiel, ich lerne dann auch gerne schon mal abends oder neben dem Feierabend, wenn kein Telefon geht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wir haben endlich die Möglichkeit, auch nachhaltig Wissen zu vermitteln, weil man immer wieder repetieren kann und nicht am Anfang ganz viel lernt und dann geht es so durch stille Post von einem zum anderen geben verloren. Man hat eine Basis, die immer auf dem gleichen Niveau erhalten bleibt. Was unsere Kunden besonders schätzen ist, dass die Videos von den Kollegen gemacht wurden, dass sie, wir haben so intern einen Spruch, dass sie nicht nach Plastik schmecken, sondern dass sie nach uns schmecken. Wir sind das, was man da sieht und es ist authentisch und das, da hängt halt mal die Haarsträhne und da ist auch mal ein Versprecher drin und das ist halt so, aber das passiert vor Ort auch. Da rutscht auch schon mal eine Haarsträhne aus dem Pony oder man verstottert sich mal und das, es ist authentisch und wir haben die positivsten Resonanzen überhaupt. Was ich jetzt sagen kann, nach einem Jahr, die Kollegen sind zufriedener. Natürlich, wir haben immer Luft nach oben. Die Kunden sind zufriedener. Und es macht einfach Spaß, daran zu arbeiten. Und es ist so toll zu erfahren, wie sich unser Unternehmen, unsere Abteilung und auch die Kundenunternehmen und Abteilungen verändern. Dem Kunden wird übermittelt, wie engagiert wir bei der Sache sind. Das kommt ganz bestimmt rüber. Und ich glaube, den Kunden wird auch übermittelt, wie wir hier miteinander umgehen. Sehr viel von der Atmosphäre hier im Haus wird auch vermittelt und von dieser Aufbruchstimmung, die hier herrscht. Und ich glaube, damit können wir anstecken. Werden wir anstecken. Ja, aus dem Videoprojekt, aus dem einmaligen Wir wollen mit Videos lernen, ist ein gesamtes Konzept geworden, was wir nennen Sculptorial. Sculptorial besteht nicht nur aus Videos, es wäre ein bisschen einfach und dann würden Sie auch denken, was wollen die denn da vorne, das haben schon 1000 andere gemacht. Videos gibt es wie Sand am Meer. Nein, wir betten es in ein Servicekonzept ein und zwar ist es das Konzept, was man aus dem universitären Bereich auch kennt und aus dem schulischen Bereich, Flipped Classroom. Wir stellen unseren Kunden auf einem Portal, das sich konfigurieren lässt, wer muss welche Videos als Pflichtvideos sehen, welche Themenwelten kann ich ihm zusätzlich noch ermöglichen. Ich bekomme bei unseren Vorgehensweisen passend zu den Videos Klickanleitungen, also quasi die Screens nochmal zusätzlich als
zu diesem Thema komprimiertes Schriftstück, wenn ich es dann möchte. Die Videos können kommentiert werden, an diesen Stellen mit durchsucht werden und wir setzen voraus, wenn da steht Pflichtvideo, dass unsere Kunden bis zum nächsten Termin diese Pflichtvideos auch gesehen haben. Und an dieser Stelle setzen wir auf. Das Ganze erfordert ein wenig Konsequenz, weil es wird nicht wiederholt, was im Video war. Und wenn es für alle wiederholt werden muss, ist es ein Schulungstag und wir sprechen über ein Change im Projekt. Dann kommen unsere Berater, also wir gehen davon aus, alles toll, jeder hat geguckt. Dann kommen unsere Berater, diese Berater kommen dann doch mal ins Haus und die müssen auch ins Haus, weil es geht nichts über persönliche Bindungen und Feedback unserer Kunden. Und bearbeiten die Themen der Videos mit Aufgaben. Das heißt, wir verfestigen das Wissen gemeinsam. Wenn man sich das so vorstellt, ist der frontale Schulunterricht abgeschafft, der wird ersetzt durch Videos. Und die Hausaufgabenbetreuung sind unsere Berater, die auch gleichzeitig unterstützen können, den optimalen Prozess für ihr Unternehmen in der Digitalisierung abzubilden. Das heißt, wir schöpfen effizient die Fachkenntnis unserer Berater aus, was die Prozesse angeht. Software lernen überlassen wir gerne den Tutorials, die die Kollegen erstellt haben. Also Scopetorial ist Tutorial plus Flipped Classroom, also vor Ort. Sehr viele Dinge inkludiert. Ja, aber ich glaube, das ist doch angekommen, schön. Oder? Vorteile von Videos muss ich, glaube ich, gar nicht erklären. Zeitunabhängig, das heißt, ich kann es konsumieren, wann ich es möchte. Habe ich vielleicht einen ganzen Tag voller Meetings? Ja, wann soll ich dann mein Pflichtvideo beispielsweise gucken? Okay, gut, während dem Autofahren ist es vielleicht eher nicht so doll. Aber eben vielleicht dann am Abend. Ich bin daheim, setze mich auf die Couch, nehme mir mein Tablet, Smartphone oder mein Laptop auf den Schoß und kann da weiter gucken, wo ich aufgehört habe. Also Zeit souverän ist Lernen sozusagen. Das Ganze noch über diese Plattform, die du angesprochen hast, Video to Know. Toller Host und für jedes Unternehmen eben greifbar und auch bezahlbar. Das hat Herr Hobmann ja gerade angesprochen im Video. In unserem Film, guck mal, der Herr Müller ist dazugekommen, das durchaus ein Punkt ist, zu sagen, oh, das überlege ich mir zweimal, ob ich mir jetzt diesen Monat noch einen Berater kommen lasse, nur weil es meine Mitarbeiter gerade beim ersten Mal nicht verstanden haben. Irgendwann geht das halt auch aufs Budget. Also wieder so ein Pluspunkt nochmal zusätzlich für diese Video-Coaching-Nummer. Aber nicht nur für externe Dienstleistungen, die Sie anbieten, sondern auch für die interne Fort- und Weiterbildung an Ihre eigenen Mitarbeiter. Und ich glaube, jeder entwickelt jetzt schon so eine Fantasie, was könnte man mit Video machen für das Produkt, was man selber anbietet. Wir haben aber gesagt, wir wollen auch ein bisschen was mit Ihnen gemeinsam machen und dann starten wir in unsere Fragerunde. Die Fragerunde starten wir gerne damit, dass Sie uns sagen, was haben Sie für eine Anforderung an ein Lernvideo? Ja, das geht immer so und die Katrin hätte ich auch eh ausgewählt. Warte. Bitte ganz kurz. Dass es auch Spaß macht. Dass es auch Spaß macht. Ja, gut, das Gucken oder das Erstellen? Das Gucken. Okay. So habe ich das gerade verstanden. Ja, nee, klar. Worauf legen Sie da Wert? Bei dem Spaß oder was meinen Sie? Naja, Sie sind jetzt Provisio und Kundin. Es wird ein neues, tolles Feature ausgerollt, aber Sie wissen null, damit umzugehen. Also im Grunde genommen, dass ich erstmal abgeholt werde, übergeordnet, und dass ich Schritt für Schritt durch die Prozesse geführt werde. Und eben, dass es gut erklärt ist. So, können wir eigentlich mal aufschreiben. Spaß und nachvollziehbar. Ist das so, nachvollziehbar erklären? Ja. Ich habe eben gehört, es gibt Menschen, die setzen sich absichtlich in die letzte Reihe, damit sie nicht erwischt werden. Jetzt fragt aber keiner vom Team, das ist unfair. Haben Sie irgendeine Anforderung an ein solches Lernvideo, wo Sie sagen, also das, was es wäre mir besonders wichtig? Ich frage es. Ja, für mich müsste es effizient sein. Das heißt, wenn ich abends nach Feierabend lernen muss, dann möchte ich nicht beschwafelt werden, sondern dann muss das Schritt für Schritt und logischer Ankaufpunkt sein. Genau, es muss was rumkommen, ne? Hat denn irgendjemand auch einen bestimmten Anspruch an die Qualität eines solchen Videos? Yeah, maybe in English.
I would prefer to have it flexible, so people change, process change, organizations change. A video is a video, so how do I make it flexible? But if anything changes in my processes of people, so that I can update the video without having to play or record the whole video again. Machst du? Sehr wichtiger Punkt bei dem, was wir uns vorgenommen haben bei diesem Videoprojekt. Die Videos müssen einfach zu produzieren sein. They have to be easy to produce. Und wir brauchen keine lange Zeit, um sie zu produzieren. Das heißt, was heißt hier? Wir brauchen es nicht lange zum Produzieren. Das heißt, die Kollegen nehmen sich ein Thema vor. Am Anfang hat es natürlich etwas länger gedauert, bis es mal so ein bisschen im Flow war. Aber heute können wir sagen, haben wir von Drehbuch bis Schnitt 6 Stunden. Das heißt, Veränderungen in der Software haben wir in 6 Stunden, nach 6 Stunden beim Kunden. Das heißt, planen, produzieren und veröffentlichen. Was denken Sie denn über das Thema Ton beim Video? Wieder langweilig. dass zum Beispiel die Geschwindigkeit flexibel ist. Okay. Also vor, zurück nochmal oder? Nee, dass man es auch langsamer abspielen kann. Okay. Aber dann sprechen die Menschen ja so. Langsamer oder schneller, weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Aufnahmen haben. Alexander, du. Das finde ich gar nicht schlecht, weil sowas Ähnliches kennt man von Podcasts. Ich selber höre auch viele Podcasts in zweifacher Geschwindigkeit. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir den Allerwertesten weggelacht. Da hört sich jeder an, wie wenn er ein Schlumpf wäre, wie wenn wir alle in Schlumpfhausen wohnen. Aber man konsumiert mit der Zeit wirklich häufiger so, weil du kannst in kurzer Zeit ganz viel Wissen aufsaugen. Du musst nur konzentriert dabei bleiben. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wieso nutzt man Videos, also oder wieso sollte man es überhaupt nutzen und im Business, und haben auch dazu einen kleinen Film vorbereitet, ja, der aber jetzt keine 7 Minuten mehr dauert. Das war nur unser Aber jetzt wird's gut. Hallo. Hallo. Hallo und guten Tag bei Scope Visio. Mein Name ist Sabrina Klein. Mein Name ist Angelique Sottek. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum Videos im Business Sinn ergeben. Theoretisch könnte ich mir alles anlesen. Das wäre natürlich viel, viel aufwendiger. Mit dem Konfigurationsexport haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einstellungen in Scope Visio schnell und einfach auf die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter zu übertragen. Wenn Sie mit Scope Visio starten, gehört zu den ersten Schritten das Übertragen Ihrer Kontaktdaten aus Ihrem alten System zu Scope Visio. Bei den Videos, das ist ganz klar beschrieben, worum geht's. Da sind auch ein paar Stichpunkte, das sind die einzelnen Inhalte, und da weiß ich, okay, Eingangsrechnungen, da klicke ich drauf, das schaue ich mir an, 10 Minuten, weiß ich Bescheid. Also ein riesiges Handbuch, glaube ich, schreckt doch ab. Und da würde ich mich ja auch lieber eines Videos bedienen. Ja, also sprich jemand, der mir quasi eine Anleitung an die Hand gibt. Wir erklären es immer und immer wieder. Und durch die Videos können wir das auch abdecken. Sie können sich die Videos anschauen. Und wir können uns das sparen, das bei jedem Mitarbeiter nochmal neu zu erklären. Wenn ich mir jetzt die Punkte auf unserer Tafel anschaue, die Kollegen machen das mit sehr viel Spaß und authentisch, und ich glaube nur dann, wenn es demjenigen, der es produziert hat. Sie haben jetzt gesehen, wir machen zum einen einen Screencast. Parallel dazu wird das Bild vom Kollegen mit aufgenommen und eingeblendet. Dann springt der Funke über, und die Frau Krämer wird bestimmt sehr viel Spaß haben, sich solche Tutorials anzuschauen. Die Nachvollziehbarkeit ist etwas, wo wir uns überlegt haben, oder beziehungsweise wo wir festgestellt haben, das ist gar nicht so einfach. Weil jeder, der von Ihnen beratend tätig ist, weiß, dass man, wenn man vor einer Gruppe steht und man erklärt etwas, dann sieht man den Menschen auf der anderen Seite und sagt, der Herr Justen hat noch ein Fragezeichen im Gesicht, ich erkläre das jetzt nochmal. Und diese Interaktion fehlt für denjenigen, der erklärt. Das heißt, er muss wesentlich konzentrierter und auch wesentlich effektiver den Text zusammenbringen, um es in ein
verdaubares Video von der Länge her zu bekommen, weil keiner setzt sich abends hin und guckt 2 Stunden Tutorials zu irgendeinem Thema, was irgendwer hier im Raum anbietet. Das heißt, es muss nachvollziehbar muss es sein, weil wir vorher ordentlich planen müssen, was wollen wir überhaupt sagen und es auf den Punkt bringen. Wir Berater sind ja da gerne mal etwas ausschweifend. Die Effizienz habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Flexibilität im Schauen war das, Sabrina, oder Flexibilität genau. Flexibilität in dem, was möchte ich mir anschauen? Ja, es gibt Pflichtvideos auf unserer Plattform, die habe ich schon erwähnt. Es bleibt Ihnen aber auch eine gesamte Themenwelt offen, sodass Sie sehr flexibel in dem zur Verfügung gestellten Content sind, was Sie sich anschauen müssen. Okay. So how flexible can you actually be in creating the movie? Is it modular? If some process component changes, do I need to re-record the whole video, which is taking me, even if it's only 6 hours, it's still 6 hours that I need to do again. Does one little part of my process change? Da will ja keiner. Keiner hat so viel Zeit. Zeit ist Geld. Geld haben wir keins. Machst du was? Ja, bitte, ich belasse, da bitte das Vortritt. Ich habe so lange gequatscht. Ja, es muss raus. Ich war sehr, sehr lange still. Ich nehme mal wieder hier das Beispiel von Scope Visio. Wir haben uns einen eigenen Workflow erstellt, weil vor der Frage standen nämlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss ich das Ganze jetzt nochmal machen? Wie oft ist es passiert, Sabrina, weißt du das noch? Öfter mal. Öfter mal. Wir sind hingegangen und haben... jetzt kommen wir ja zu den Vorbereitungen eigentlich, bevor ich so ein Video eigentlich aufnehme. Video aufnehmen, das ist super, will jeder machen, man kann endlich machen, das Schlagwort der Session hier eigentlich ist selber machen, geh ran und tu was. Aber bevor man was tut, was muss man noch berücksichtigen? Man muss wissen, was man möchte, was man vermitteln möchte. Nicht nur gedanklich durchgehen, ja, das Thema könnte vielleicht interessant sein. Nicht einfach nur hinsetzen vor dem Computer, vor die Kamera und loslegen. Nee, man muss ein Drehbuch schreiben. Und als ich das Wort Drehbuch gesagt habe, da standen Münde auf dem Bier, jetzt müssen wir ja arbeiten. Also es steckt dann schon ein bisschen mehr dahinter. Man muss nicht alles Wort für Wort herunterschreiben, weil dann bist du am Künsteln. Ne? Also dann wird es auch im Vortrag vielleicht auch nicht so lebendig. Da wirkt das sehr, wie sagt man, steril, ja, sehr unflexibel, also genau das, was es nicht sein soll. Man muss hingehen, aber die Richtung anerkennen. So, und wenn du deinen Prozess abgetippt hast, dann gehst du hin und kannst dir gestalterische Kapitel setzen. Du unterteilst dein Video in 3, 4, je nach Länge, 5 Kapitel. Wenn du einen Fehler machst, beim Sprechen beispielsweise, oder du verklickst dich, dann musst du nicht von vorne wieder anfangen, weil dann ist die Zeit weg. Du gehst hin und setzt einfach nochmal an deinem Save Point, an deinem Kapitel, einfach vorne nochmal an. Das fällt dann im Schnitt kaum auf. Natürlich fällt es auf, aber es ist nicht so stark, wie wenn du mitten im Satz plötzlich den anderen hinterher schiebst. Das hört sich jetzt auch ganz schrecklich kompliziert an und nach ganz viel Hardware und nach ganz viel Software, wo wir auch schon bei unserer nächsten Fragerunde wären. Ich brauche bitte einen Freiwilligen, der uns aus unserem Equipment einfach mal sagt, was denken Sie, braucht man, um ein Tutorial zu produzieren? Wir haben heute den ganzen Tag noch niemanden gebissen, gut zu Mittag gegessen, also bitte gerne. Warte mal. Johannes. Er sieht ihn. Sascha. Ja. Wieso denn hier die Dame? Ja. Da kommen Sie doch gerne nach vorne. Da ist ja noch jemand freiwillig. Sie brauchen gar niemanden zu zwingen. Hast du Glück. Muss ich irgendwas auswählen oder kann ja, ja, klar. Natürlich. Gucken Sie mal, was da alles so liegt. Was wir so alles hier stehen haben. Ganzer Tisch voller Krimskrams. Wo da? Da. Für so ein Tutorial. Also wir haben hier ganz viele Dinge. Wir haben hier ein Mikrofon, dann haben wir eine Spiegelreflexkamera, wir haben eine GoPro, wir haben ein Lavalier-Mikrofon, also ein Ansteckmikrofon. Ich bedanke mich, dass wir die richtige Schneidung.
Software. Weil hier ist das Mikro drin, hier ist eine Kamera drin. Ich kann, wenn ich die Software habe, das bearbeiten. Also ich habe schon Videos versucht zu machen, für den Unterricht zum Beispiel. Ja. Und außer, dass ich vielleicht mal ein Stativ gebraucht habe, damit es nicht so rumwackelt, habe ich das ganze Zubehör nicht gebraucht. Sie haben dann den Unterricht aufgezeichnet, also für Unterricht, oder haben Sie Bildschirm-Laptop-Bilder oder Computerbilder abgefilmt? Den Unterricht aufgezeichnet, aber auch fremde Videosequenzen reingeschnitten, Fotos reingeschnitten, Stimme überlagert, Bildeffekte, Toneffekte. Also da braucht man so viel eigentlich gar nicht. Super, genau. Darf ich davon wissen? Da müssen Sie denn dann letzte Frage, das gehört mir nicht. Dankeschön. Jetzt gehen wir, das ist richtig, also es kommt wirklich auf den Anwendungsfall an. Jeder Anwendungsfall bedarf eines anderen Equipments, weil man gerne das Richtige, nur mit dem richtigen Werkzeug kommst du auch an dein Ergebnis, das du haben möchtest. Wenn ich jetzt hingehe und würde einen meiner Dokumentarfilme mit einer Webcam aufnehmen, das würde nicht funktionieren. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde ein Tutorial-Video mit einer Kinokamera beispielsweise aufnehmen, das wäre viel zu, also nein, das will auch keiner, dann hast du Hollywood und ist ja auch irgendwie doof. Für die Scope-Torials habt ihr einen Kostenaufwand, was ja durchaus auch so ein Punkt ist, jeder denkt, oh nee, wenn wir es selber produzieren sollen, dann müssen wir viel Geld ausgeben, das stimmt nicht. Wir haben Hardware-Kosten, ich glaube, roundabout 500 Euro an Hardware für ein... Mach mal die Maren Gilzer. Mach ein wunderschönes Mikrofon aus dem Haus der Schuhe. Schön. Welches wir verwenden mit einer, einer Webcam. Eine ganz normale Logitech Webcam. Genau, eine handelsübliche Logitech HD Webkamera. Was kostet die so ungefähr? 80 Euro oder irgendwie sowas wird der Preis liegen? 60. 60 Euro. 60. Ja, ich mache wieder alles teurer. Bestellt. Alles, was teuer ist, klingt gut. Nein. Kleines Stativ noch drunter, weil das ist ein kleiner Punkt, den es auch zu berücksichtigen gilt, die Perspektive. Schraubst du die Kamera auf ein kleines Tischstativ für Oliver, du bist der Mann der Preise, der Preis ist heiß heute Abend hier. Weil ich sie bestellt habe, deshalb bin ich ausrüstungsfähig. Ja, nein, so 14 10, Euro. 10, 12 Euro etwa für das Tischstativ. Ich war wieder zu teuer, aber ich näher mich dem realistischen Preis, das ist so schön. Danke. Warum setzen wir die Webkamera, die hat ja so einen Clips, also diese Logitech-Webkamera, warum setzen wir die nicht einfach auf unseren Laptop? Nun, das mag funktionieren, das stimmt, für interne Zwecke von mir aus gerne, aber wenn du an Kunden rangehen möchtest, möchtest du die nicht, das ist sowas, das läuft im Unterbewusstsein häufig ab, von oben herab gucken. Das klingt total nach Mumpitz, es ist aber wirklich wahr. Das heißt, die Positionierung der Kamera ist einfach wichtig. Es muss allerdings auch schnell gehen, ne Olli? Das tut es. Das tut es. Doch. Sehr gut. Genau. Wir schließen also einfach nur unser Mikrofon. Per USB funktioniert das Ganze an unseren Laptop an. Wer ein MacBook hat, wie ich, erstmal noch Adapter kaufen für 1000 Euro. Aber es funktioniert auch mit Mac. Du nimmst deine Logitech-Webkamera, dein kleines Stativ und dann kannst du im Prinzip schon losgehen. Jedoch ist die Positionierung des Mikrofons ebenfalls zu berücksichtigen. Warum, Bianca? Wegen der Lüfter, wegen der Klimaanlage und der offenen Fenster. Und niemals Tutorials vor Glastüren aufnehmen. Da steht nämlich manchmal dann einer, er guckt rein vom Kollegium und es kann sein, dass er mitten in der Aufzeichnung, bei dir läuft super. Du denkst, boah, von wegen 4 Stunden, ich bin gleich durch. Und da siehst du aber so beim Nachkontrollieren, dass da hinten der Kollege, die Kollegin Stadtrop, dasteht und den hier macht. Da wirst du bekloppt. Das mag in dem Moment lustig sein. Und du denkst, oh nee. Ich hab's nicht getan. Du nicht, ich schon. Nein. Genau, so läuft das. Und so zeichnen wir auf, beziehungsweise wie zeichnen wir auf? In dem Falle, das Beispiel bei Scopevisio, die machen Software, du musst den Bildschirm aufnehmen und zur selben Zeit natürlich noch dein eigenes Gesicht, deswegen die Webcam. Da gibt es eine Software namens Camtasia, mit der wir arbeiten von TechSmith. Ach, dein Englisch ist super.
danke. Von TechSmith. Smith. Die zeichnet eben beide Kanäle zur selben Zeit auf, das heißt eigenes Bild und die Software, das was auf dem Rechner passiert. Zusätzlich natürlich mit dem Mikrofonton, wenn man es denn aktiviert hat. Das hat man am Anfang auch oft gehabt. Aber nur durchs Machen lernt man eigentlich so in der harten Realität mit der Technik auch umzugehen. Geschnitten wird das Ganze kaum. Also kaum. Das ist so ein Lernprozess, glaube ich, einfach. Am Anfang musst du natürlich häufiger mal ran. Aber ich glaube, von Mal zu Mal werden die Leute selbst. Sabrina dreht ein Video nach dem anderen. Oliver als Video. Selbst die Saarländerin kriegt es hin. Oliver ist jetzt beispielsweise schon einen Schritt weiter. Der hat hier zwei Kameras stehen. Für Präsentationen intern weiterzureichen, mal eben schnell den Vorständen zeigen, was hat man den ganzen Tag eigentlich gemacht bei dem und dem Termin, was haben die so gezeigt, wenn der Vorstand nicht dabei sein kann beispielsweise. Am Ende vom Tag kannst du was vorzeigen und ich glaube, darum geht es eigentlich. Es muss schnell multiplizierbar sein, es muss schnell mal eben so nebenbei entstehen. Ist am Anfang vielleicht etwas holprig, aber Schritt für Schritt merkt man, es funktioniert und es erspart nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit. Wir sind in der wunderbaren Situation, dass keiner der 14 Kollegen irgendein Problem hat, Videos zu drehen. Oh, dass er am ersten Tag Anlass ist. Also wir hatten auch ein Kernteam, mit dem wir gestartet haben und wir fingen an, die Kameraerfahrung war Intros drehen. Und da gab es schon so, ach nee, ich überlege mal noch, so bis morgen oder übermorgen, da ist der Marc ja nicht mehr da. Und dann hat sich das aber wirklich sehr, sehr schnell, sehr gut ergeben und die Angst war wirklich weg. Das war keine, wir haben niemanden gezwungen, etwas zu tun. Sie machen das alle sehr gerne. Das ist in den Arbeitsalltag übergegangen. Na, Sabrina, korrigier mich. Ich nehme meine Videotasche und gehe. Der passende Raum muss da sein, weil der Klang muss gut sein. Das habe ich eben so ein bisschen bei der Aufzählung vermisst. Wichtig bei Video ist Klang. Die Leute hier beim ersten Workshop, erinnerst du dich noch dran? Ja. Die haben mich schräg angeguckt, als ich dann gesagt habe. Ja, die haben, ich glaube, die waren kurz davor, mich einzuweisen. Die wollten jemanden anrufen, glaube ich. Als ich gesagt habe, jetzt, als es darum ging, eben, wo zeichnen wir das eigentlich auf? Wie, wir hören mit Räumen an. Die sind alle still. Die sind alle still. Hauptsache, wir werden nicht gestört. Nee. Ganz wichtig ist nicht nur, dass die Klimaanlage nicht stört, dass keiner im Hintergrund winkt, das war auch wichtig, aber eben auch Hall. Der Hall, Schallreflexion, kann dir ein Video vermiesen. Da hast du beispielsweise, wer war das noch? War das George Lucas, der gesagt hat, 90% macht eigentlich der Ton aus vom Film? Ja, ich denke schon. Das heißt, wenn ihr beispielsweise auf YouTube unterwegs seid, ihr habt vielleicht inhaltlich ein super Video, ein super Tutor und der betet einen runter und super toll. Aber wenn er den nicht richtig versteht, wenn die Aussprache nicht klar genug ist, wenn der Hall einfach, wenn der doppelt und dreifach eingefangen wird, da bekommst du Kopfschmerzen, oder? Also da willst du nicht mehr weiterkommen. Deswegen ist es wichtig, je trockener, desto besser. Aber Studioqualität wollen wir ja auch nicht, weil authentisch sein, das ist wichtig. Wir haben es hier im Supportbereich oder im Servicebereich mit Kunden zu tun, die haben vielleicht Probleme mit einem Workflow oder mit einer Funktion. Die wollen ja was lernen. Und wenn die dann plötzlich so ein halbes Werbevideo da haben, so ein richtig durchproduziertes, durchgeplantes Werbevideo durch Schauspieler, Mitarbeiter werden durch Schauspieler ersetzt oder sowas, das sieht gut aus. Das kannst du auch nehmen für den Verkauf, aber du kannst es nicht wirklich nehmen, um den Leuten da was beizubringen. Die wollen etwas Authentisches. Aber auch wichtig ist, jedes Unternehmen hat seinen eigenen Stil, weil ein eigenes Produkt erklärt werden muss. Und das ist ein Teil des Prozesses, der sich halt durch diese Videoproduktion auch zieht. Aber wir wollen nochmal zusammenfassen, wie aufwendig ist das Equipment und was braucht man alles dazu und wie erklären wir sowas? Mit einem Video. Ich kann das gut mit der Taste. Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich bin Marc Litz und in diesem Video lernen wir, wie man Tutorials erstellt.
Zum Start dieses Videos möchte ich gerne darauf aufmerksam machen, was wir alles brauchen, um Videos zu erstellen. Neben der Hardware, auf die wir sofort zu sprechen kommen, brauchen wir Software, die unser Gesicht aufnimmt, die aber auch unseren Bildschirminhalt aufnimmt. Diese Software in diesem Beispiel nennt sich Camtasia. Auf die gehen wir nach der Hardware-Nummer noch genauer ein. Also was wir für unsere Sculptorials, also unsere Lernvideos benötigen, ist natürlich ein Notebook, was wir auch hier schon bereitstehen haben. Dann ganz wichtig, auch wenn die Akkukapazität von Notebooks heutzutage großartig ist, klassische Empfehlung, immer ein Netzteil zu verwenden. Das hat einfach den Vorteil, dass wir jedem möglichen Stromsparmodus des Notebooks hier schon gleich entgegenwirken. Leidliche Erfahrungen haben uns auch schmerzlich aufgezeigt, wie gut das ist. Also wir haben jetzt hier ein Shure Kondensatormikrofon, was ich eben auch per Kabel aus gutem Grunde verbinde mit dem Notebook. Als nächstes haben wir ein kleines Tischstativ. Das Tischstativ benötigen wir, um die Webcam zu befestigen. Auch das sind nur 2-3 Handgriffe. Und dann wären wir quasi schon in der Lage, mit der Aufnahme zu starten. Also klassische Logitech-Webcam, die hier noch montiert wird. Und die richte ich jetzt noch gerade ein. Das heißt, ich starte hier unten unsere Software zum Aufzeichnen des Videos, hole mir das Bild dann auch auf meinen Bildschirm. Hier muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Wir hörten und sehen gerade auch im Bild ein Stativ für eine Webcam. Aber warum das Ganze? Das hat einen sehr guten Grund. Das Stativ dient uns vor allem zu einer Höhenverstellung. Das heißt, ich kann das Stativ jetzt so einstellen, dass ich eben wirklich in Augenhöhe, in Augenperspektive in die Kamera schauen kann. Von daher haben wir uns für die Lösung mit dem Stativ entschieden. Wir sind also völlig flexibel im Aus- und Einrichten der Kamera. Das ist uns ein wichtiger Aspekt. Das Stativ hilft uns also, die richtige Perspektive für unser eigenes Video zu finden. Jetzt gehen wir nochmal Schritt für Schritt durch, was wir alles brauchen. Wir benötigen einen Computer, eine Kamera, ein Mikrofon. Die Menschen im Video haben jetzt beispielsweise Laptops verwendet. Die sind logischerweise nie auf Augenhöhe, deswegen war da ein Stativ notwendig. Es gibt aber auch Beispiele, in denen man kein Stativ braucht. Bei mir zum Beispiel. Ich habe einen großen 27 Zoll Monitor. Die Kante ist bei mir fast auf Augenhöhe. Da setze ich meine Logitech Webkamera einfach drauf. Das funktioniert auch. Wichtig ist nur, dass man eben die Symbolkraft nicht unterschätzt. Das heißt, von oben in die Kamera gucken oder eben von unten in die Kamera gucken. Es hat alles eine bestimmte Wirkung. Wir möchten dem Zuschauer ja etwas erklären, etwas mitgeben, das ihm hoffentlich auch sehr einfach im Kopf bleibt, dass da das Wissen hängen bleibt. Und von daher ist eine direkte Ansprache in die Kamera auf Augenhöhe wichtig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss. Ah, wieder zu weit. Wie heute Morgen. Also, keine Angst vor Videos. Man muss nicht bewaffnet sein bis unter die Zähne, sondern kann wirklich gute Qualität, authentisch sein in Videos, genau mit diesem Equipment abbilden. Was haben wir in diesem Zusammenhang alles anzubieten, sie zu unterstützen? Also eine Sache muss man ganz klar sagen, wir stehen hinter diesem Konzept und stehen für dieses Konzept mit Video unterstützt, zu lernen, Wissen zu vermitteln im Flipped Classroom, Flipped Classroom Prinzip. Ja. Dafür stehen wir, dafür sind wir überzeugt und dafür steht Sculptorial. Das haben wir im Team erarbeitet, wir haben große Erfolge bei unseren Kunden schon erzielt und haben im März das erste Video gedreht, haben die ersten Projekte erfolgreich umgesetzt. Wir wollen es Ihnen aber gerne mitgeben. Wir wollen Sie gerne mit in dieses Boot nehmen und Ihnen die Möglichkeit geben, auch über diese Plattform, die ja sehr viel steuern kann. Wir hatten heute Anfragen im Dom,
Es war zum Beispiel ein Taxiunternehmer da, der gesagt hat, ich muss meinen Taxifahrern sagen, ihr müsst dies tun, ihr müsst dieses Formular ausfüllen, das abchecken. Und bei mir ist eine große Fluktuation, ich muss es immer wieder sagen, ich muss sowas haben. Und rechtlich müssen die das geguckt haben. Das können wir mitgeben und auffordern, eigenen Videocontent zu produzieren. Wir unterstützen gerne, wir haben auch zur Produktion von eigenen Videos eigene Workshops, die wir ab Anfang Februar anbieten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das in Anspruch nehmen für unsere Scopvisio-Kunden, unterstützt es im Projekt und es unterstützt beim Support, weil auch für den Support werden wir diese Videos zur Verfügung stellen. Was ich aber ungern höre, ist hätte, könnte, würde. Streicht diese Wörter, geht einfach hin und macht einfach mal, probiert doch einfach mal aus. Und wenn ihr merkt, ja, nett, könnte ich mich mit anfreunden und dann könnt ihr auch gerne könnte, auf uns zu. Könnte, das war jetzt ein miserables Beispiel, aber ich glaube, es ist nur wichtig, was gemeint ist. Also erstmal diese Hemmschwelle vom eigenen Bild wegwerfen, ist egal, nur die Outtakes, die werdet ihr nie ein anderer zu Gesicht bekommen, es sei denn, ihr wollt es selber. Die löscht man einfach weg. Ausprobieren, tobt euch aus, setzt euch davor, macht einfach mal. Und dann hier anrufen, ist wichtig. Auch mit der Laptop-Kamera und auch mit dem Ton. Einfach mal probieren, dass man die Angst vorm eigenen Bild verliert. Das hört sich auch gut an, man guckt ja jeden Morgen schon an. Ne? Ja, das ist doch schön genug. Aber damit Sie auch wissen, wir haben jetzt so viel gehört, wie macht man es, aber was wir noch nicht gesehen haben, wie sehen denn eigentlich unsere... Oh, jetzt wird's spannend. Ja. ...Tutorials im Rahmen Scopetorial aus. Und zum Abschied würden wir Ihnen noch gerne mitgeben... Wie haben wir es gemacht? Und ich möchte mich nochmal bei meinen Kollegen bedanken, die alle mitgemacht haben, die das auch weiterverfolgen. Und Sie, Kollegen, haben diese Filme für Sie gemacht. Herzlich willkommen bei der Scopvisio AG. Hallo. 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 Hallo und guten Tag bei Scopvisio. Ich bin Daniel Quast. Mein Name ist Sabrina Klein. Ich bin Thorsten Leuchter. Mein Name ist Angelique Sottek. Mein Name ist Oliver Lange. Ich bin Beraterin bei der Scopvisio. Und ich führe Sie heute durch die Anwendung. Hier haben Sie die Möglichkeit, Angaben zur Firma wie die Rechtsform, Branche oder Anzahl der Mitarbeiter zu machen. Hauptmenüpunktauswahl. Ein sperriges Wort und was verbirgt sich dahinter? Unter dem Menüpunkt Global finden Sie die Systemadministration. Doch eingangs die Frage, wozu sind persönliche Einstellungen gut? Macht es Sinn, persönliche Einstellungen auszuwählen? Über Systemeinstellungen exportieren? Sich eine Ausgabedatei Ihrer Einstellungen zu erstellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das ganze Team Wissen wie Scopetorial bedankt sich für Ihr Zuhören. Vielen Dank, dass Sie da waren. Am Stand gibt es weitere Informationen. Die Kollegen sind alle ganz verpicht darauf, ihr Projekt vorzustellen. Und selbstverständlich stehen wir auch für Fragen, Antworten, Sorge, Nöte. Gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank. Outtakes. Thank you.